Ich glaube, für die Planung von jedem Einzelnen ist es wichtig zu wissen, wer ihr Trainer wird. Grundsätzlich ist ein Trainerwechsel für eine Mannschaft natürlich immer schlecht, weil es ja auch heißt, dass irgendwo nicht gut gearbeitet wurde. Ich werde hier bleiben, beim FC. Ich habe hier 5 Jahre unterschrieben, als ich damals gekommen bin. Und ich bin Kölner. Ich will das nächste Jahr wieder ausbügeln, wenn es dann runtergeht. Mir liegt der Verein sehr am Herzen und ich habe die 5 Jahre nicht unterschrieben, um nach 2 Jahren wieder weg zu sein, wenn es da mal schlecht läuft. Ich glaube, hier ist die Chance auf jeden Fall größer als bei allen anderen Vereinen oder Mannschaften, dass ein Großteil der Mannschaft bleibt. Klar, setzt sich der eine oder andere mit einem Wechsel auseinander, das ist im Fußball ja auch völlig legitim. Aber ich glaube, wir als Mannschaft sind so gut zusammengewachsen, wo ich jetzt erst 2 Jahre hier bin, aber manche spielen ja schon wesentlich länger hier zusammen und fühlen sich hier sehr wohl, dass sich durchaus viele vorstellen könnten, hier zu bleiben, auch wenn es dann wirklich der bittere Gang in die zweite Liga sein wird.